die peinlichste, stotterbeschämendste Stammel-Ausgabe der Tagesschau, die mit den anderen gleichgeschalteten Medien, würden böse Zungen munkeln, alles tun, damit die Wahrheit der Silvesternacht nicht ans Licht kommt. Los geht's. Weitere Kritik an Lambrecht-Video. Ach Gottchen, lass doch mal Stuhlengriff jetzt in Ruhe. Unionsfraktionsvize Wadefuhl hat die Verteidigungsministerin im ARD-Morgenmagazin als nicht mehr tragbar bezeichnet. Da kommt der Clown jetzt erst drauf. Mehr Arbeitslose im Dezember. Allerdings ist die Zahl nur leicht gestiegen auf 2.454.000 Menschen. Das sind etwa 20.000 mehr als noch im November. Das ist doch Wahnsinn! Ach übrigens, Dr. Markus Krall. 2022 brachte die größte Einkommensvernichtung für die Bürger seit dem Beginn der großen Depression 1929. Und es geht 2023 weiter. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Inflation wieder unter der 10%-Marke. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 8,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ja, dann ist der wirtschaftliche Endsieg ja nah. Und jetzt geht's los. Alles erst die zarten Anfänge. Zurücklehnen und die Show genießen. Sie haben vor nichts mehr Respekt. Ja, böse Zungen jetzt munkeln. Vor was soll ich auch Respekt haben? Vor diesem Shithole Germany? Sie haben vor nichts mehr Angst. Sie lehnen diesen Rechtsstaat ab. Welchen Rechtsstaat? Vor allem die Beamten der Polizei und die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vielfach unter Beschuss von Raketen und Böllern. Es sind Szenen wie aus einem Bürgerkrieg. Ja, wie ich schon sagte, alles erst die zarten Anfänge. Feuerwerksraketen werden gezielt auf Menschen geschossen, explodieren an den Helmen von Polizisten und Feuerwehrmännern. Ich sehe das aber mehr als ein Schrei nach Liebe und die wahre Gefahr lauert hinter Prinz Roy SS mit seinen Rollator-Truppen. Hier wird eine ganze Einsatztruppe in der Silvesternacht mit Raketen unter Beschuss genommen. Es ist eine neue Stufe der Eskalation. Och Gott, die neue Stufe der Eskalation, das hatten wir doch alle schon. Das Video eines Augenzeugen zeigt, wie die Einsatzkräfte der Polizei an der U-Bahn-Haltestelle Wutzki-Allee angegriffen werden. Eine Rakete trifft einen Beamten direkt am Kopf und explodiert. Ja, Kinders, das war doch bestimmt nicht aus Absicht, sondern aus Versehen. Nur mal halblang. Vielleicht muss man das auch als einen Schrei nach Liebe sehen, oder? Sie sind von den Rettungskräften rassistisch beleidigt worden. Böller und sogar Molotow-Cocktails fliegen auf vorbeifahrende Autos. Hurensöhner! Und ein Feuerlöscher kracht in die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Rettungswagens. Ihr Sohn von Huren! Es ist unfassbar. Dieser hirnlose Randalierer wirft in der Silvesternacht einen Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe eines Rettungswagens. Ihr Nuttenkinder! An Bord ein Patient, der dringend in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Tatort Berlin-Neukölln. Hört damit auf, sonst ich schwöre es ja bei Gott. Dann feuert in einem anderen Video einmal mit einer Pistole eine Leuchtkugel in einen Streifenwagen. Ich fick euren Mutter! Ein anderer steht neben einem Feuerwehrmann, der gerade ein Interview gibt und schießt einfach mehrfach in die Luft. Ich weiß nicht, ob das normal ist und... Unser Kollege bricht das Interview danach ab. Böse Zungen, wenn jetzt Munkel, eine gewisse Symbolik, ne? Die jungen südländischen Krieger stehen auf und die Allmanns drehen sich ein bisschen erschrocken weg.